Willkommen zurück in Ihrem MBA-Studium. Mit diesem kurzen Video möchten wir Sie ganz herzlich nach Ihrer kurzen Schaffenspause begrüßen und kurz updaten mit den wichtigsten Key Facts und somit auf den neuesten Stand bringen. Wir freuen uns wirklich sehr, dass Sie wieder da sind. Hier ein paar Punkte, welche auf alle Fälle gut zu wissen sind. Grundsätzlich finden Aktualisierungen der Lehrinhalte in den Kursen laufend bzw. jährlich statt. Werden Kurse hingegen komplett überarbeitet, dann gibt es immer eine Übergangsfrist und die Ankündigungen sind angepinnt, also mindestens 2 Monate im Forum ganz oben sichtbar. Wenn Sie ein Modul bereits positiv absolviert haben, also die Hausarbeit und den Online-Test erfolgreich abgegeben haben, müssen Sie dieses natürlich nicht in aktualisierter Form wiederholen. Allerdings empfiehlt es sich, insbesondere jene Module anzusehen, die im Rahmen der Abschlussprüfung geprüft werden. Bei Modulen, die Sie noch nicht oder nur teilweise absolviert haben, müssen Sie selbstverantwortlich vorgehen, bitte, und sich informieren. Da Sie während Ihrer Unterbrechung keine E-Mail-Benachrichtigungen erhalten haben, nicht im Forum posten konnten und auch den Zugang zu den Forumsbenachrichtigungen nicht hatten, sollten Sie sich bitte unbedingt nach der Unterbrechung im Forum umschauen. Änderungen in der Zeit Ihrer Pausierung können Sie am besten feststellen, wenn Sie die Beiträge in den Nachrichtenforen, also des Kurses Infos und Tipps zum Studium sowie der entsprechenden Fachmodule, kurz durchscannen. Die Änderungen werden dort veröffentlicht. Wenn Sie jetzt, also nach Ihrer Unterbrechung, eine Prüfung ablegen oder eine Hausarbeit einreichen, dann sind selbstverständlich die neuen Kriterien und Lehrinhalte gültig. Bitte beachten Sie, die erste Prüfung nach Ihrem Wiedereinstieg kann erst nach 1 Monat Studienzeit erfolgen. So haben Sie dann ausreichend Zeit, sich mit dem aktuellen Lehrstoff vertraut zu machen und Änderungen nachzulesen. Eine weitere interessante Neuerung für Sie: Wir sind laufend dabei, in immer mehr Modulen Q&A-Videos der Dozenten zu machen. Diese behandeln aktuelle Fragen von Studierenden zum Lernstoff. Sie finden diese im jeweiligen Kurs unter den Lehrmaterialien. Auch Videos als Hilfestellungen zum korrekten wissenschaftlichen Zitieren finden Sie von nun an auf Ihrer Lernplattform. Wir wünschen Ihnen jedenfalls viel Erfolg am Weg zu Ihrem MBA und freuen uns wirklich sehr, Sie im Rahmen Ihres Studiums wieder bei uns begrüßen zu dürfen.